Hallo Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge Pet Simulator 99. Ja, wir sind wieder hier und ja, gucken wir als erstes beim Schloss vorbei. Kann ich schon Spin machen? Spinny Wheel, weil das ist manchmal ganz gut eigentlich. Ich hatte das erste Mal ganz viel Glück eigentlich. Ich will dieses Buch da haben, dieses rote. Ja, okay, was ist das? Strong Pets, also... Hä? Habe ich jetzt die Potion bekommen? Egal, ja, wir müssen auf jeden Fall unsere Dings verbessern, unsere Bücher. Enchants. Und wir nehmen direkt Free Diamonds mit. Oh, was mir gerade auffällt, das habe ich noch gar nicht mitgenommen. 56, da werde ich auch bald ein Video rüber machen. Ah, Leute, hier gibt es auch die guten Plätze. So, wir haben jetzt einen Petplatz mehr. Die sind doch ganz gut. Ja, die Pets sind schon stärker, die ich mir gekauft habe. Also sind jetzt nicht mal so schwache Pets wie 3000, die wir vor 8 Parts kostenlos bekommen haben. Deswegen sind wir auch ein bisschen weit gekommen. Also wirklich sehr weit eigentlich. Die haben uns sehr geholfen, würde ich sagen. Ja komm, teleportieren wir uns einfach mal zu einer Welt. Zum Beach. Wir müssen zum Beach und mein Ziel war es heute, ich glaube, bis Zone 50 zu kommen. Okay, Claim. So, wir bekommen 17.000 Diamonds. Oha. Okay, und hier so ein paar Sachen. Ja, ich kann mir die Serie auf jeden Fall kaufen. Direkt schon mal. So, ich tue wieder welche rein. Nämlich die hier. Warte. 6.000. So, was könnte Loot sein? 7.000. Ja, warte. Wenn ich jetzt 10 machen würde... Wären es 23. Wir machen mal hier die 10. Okay. Gut. Das heißt, wir teleportieren uns jetzt... Also wir teleportieren uns jetzt zu Area 47. Und wir können uns direkt die nächste Area kaufen. Das ist schon mal sehr cool. Hier Rare Potions. Sind die wirklich so rare? Für Diamonds. Ah, Diamonds sind halt so eine... Sehr okay, wir können uns die nächste Area auf jeden Fall holen. Boah, es vibriert. Es laggt auf jeden Fall. Ich kann mir auch direkt die nächste Area holen. Das ist doch cool. Jetzt fliege ich. Ach, das ist eine Area, wo es gar nichts gibt, oder was? Gibt. Ja, hier gibt es wirklich nichts. Das hält aber auf jeden Fall sehr viel aus, muss ich sagen. Und wenn meine Pets da sind, dann ein bisschen weniger auf jeden Fall. Geht es schneller zumindest. Das ist auch, ich glaube, Folge 19. Müsste Folge 19 sein. Lasst ein Like und ein Abo da, damit ihr nichts mehr verpasst. Auf jeden Fall. Genau. Es kommt ein neues Update raus. Morgen, beziehungsweise Sonntag. Ja, wenn das Video rauskommt, dann ist das schon längst draußen. Aber Sonntag, bei mir Sonntag um 18 Uhr kommt das Video raus. Hey, was für Video raus? Kommt das Update raus? Nicht das Video, sondern das Update kommt dann raus. Ja, da werde ich auf jeden Fall auch über Videos machen. Wir holen uns... Wollen wir schon mal die nächste Area holen? Einen Moment. Wir gehen zum Ice Rink, oder wie das heißt. Ice Rink. Hä, was ist jetzt? Advanced. Oh. Kannst eine Ente holen. Cool. Sehr gut. Das heißt... Wo kann man nochmal diese Diamanten abholen? Mehr Diamanten. Ach, ein Geschenk. So. Enchants. Ja, so random Enchants. Oh, ein Rare. Tap Power. Okay, jetzt nichts Besonderes. Kometschauer. Was ist das nochmal? Ich glaube, da... Was passiert jetzt? Hallo? Ah, hier. Hier ist Meteorit gespawnt. Leute, den besiegen wir. Kann man da auch raus auf Pets bekommen? Wäre eigentlich ganz cool, aber wir haben eigentlich fast nichts daraus bekommen vom Meteorit.
Wenn man das Update rauskommt, ne? Ich glaube, da kommen neue Areas, soweit ich weiß. Aber ich weiß es nicht. Deswegen müssen wir Area 50 erreichen. Coin Potion ist weg. Schade. Und Damage auch. Ja, für 200 die nächste Area. Ich glaube, die zweitletzte. Ja, Mental Dojo ist die zweitletzte. 500 und dann haben wir die letzte Area. Und denke, wir können dann rebirthen. Ach ja, die guten alten Rebirths. Part 10, schaut euch Part 10 an, da hatten wir unseren ersten Rebirth. Und ich muss sagen, die Sachen halten wirklich ganz schön viel aus. Also wirklich, die halten viel mehr jetzt aus. Ja, im nächsten Part werden wir uns ein bisschen mit den Rängen auseinandersetzen. 8 Früchte müssen wir benutzen. Er springt ja wieder. So, und endlich, das nervt. Ich muss auf jeden Fall 8 Früchte benutzen. Ich will nur noch eine. Jupp. Hallo? Hallo? Jetzt. Holen wir uns das mal ab. Eine Potion. Okay. Besten Ex muss ich öffnen, auf jeden Fall. Ja, das machen wir gleich. Ja. Oha, das ist ein cooles Schaf. Das sieht interessant aus. Genau, wir brauchen 500 von diesen Barren. Das sollte nicht so mega lange dauern, denke ich. Ja, es dauert schon ein bisschen, muss ich sagen. Aber es geht. Es geht, denke ich mal. Wir haben so viele von unseren Ninja-Pets, ne? Und ich habe nicht ein Huge-Pet irgendwie im letzten Pet-Simulator-Spiel gezogen. Hoffentlich ändert sich das hier, aber die sind einfach so selten. Das ist eigentlich unmöglich. Ich weiß, Huge-Pet-Rocks, die waren relativ häufig, aber da nicht mehr die habe ich gezogen. Ich habe da auch nicht so lange gespielt. Nur kurz mal geguckt. Dann hatte ich keine Lust mehr. Ja. Also ich hätte sonst die ganzen Huge-Pet-Rocks rübergetradet auf diesen Account. Weil ich glaube, es ist so, ein Huge Pet ist das beste Pet in deinem Inventar. Also besser als dein bestes Pet oder so, keine Ahnung. Also es ist immer besser als dein bestes Pet. Keine Ahnung, wie die das meinen, aber ich glaube, es macht ein bisschen mehr Schaden. Oder es ist immer gleich so gut wie halt, keine Ahnung. So. Ich habe eine Kanone gehört. So, wir brauchen nur 500. Und hier sind immer eigentlich... Ach, geh mal weg. Immer ganz viele Leute, aber gerade ist niemand da. Und ich, soweit ich weiß, ist da eine riesige Kiste. Oh, wir können es Lack holen. Also eine riesige Kiste müsste da sein. Glaube ich zumindest. Ja, muss so sein eigentlich. Dann machen wir noch ein paar Sachen kaputt. So. Wir kaufen jetzt die nächste, die letzte Area. Und wir sind da. In der letzten Area. Warte, hier gab es doch keine Kiste, oder was? Was ist das? Unlocks Dezember morgen. Und wir können uns den zweiten Rebirth abholen. Clans. Join Clans to earn Clan Rewards. Pets are 25% stronger. A bunch of Rebirths. Auto Hatch Active. Huge Pets. Hatch X faster. Das ist gut. Auto Hatch. Ja, Leute, lasst dafür ein Like da. Eigentlich sollte das Part 20 passieren, aber ja, weil wir so schnell sind. Warte, wie viel halten die aus, die Sachen? Machen wir das jetzt schon, in diesem Part. Und weil die Videos gar nicht so schlecht eigentlich auch ankommen, ne? Es gibt auf jeden Fall viele Dinge, die ich mir noch anschauen möchte. Ich habe Videos gesehen mit einem geheimen Gang, wo man auf einmal im Nirgendwo ist. Ja, das wird interessant. Das heißt, Rebirth 2. Also man behält alles. Oh nein, Rebirth 2. Hogwarts for the zweite Time. Nein, mein ganzes Geld ist weg. Diesmal, ich glaube, das war ein Bug letztens. Clans, Auto Hedge, 25% Strange für Pets. Viele Sachen, richtig viele Sachen. So. Name Tag. Haben wir Bücher bekommen? Warte, das? Criticals. Critical Hit. Ob das so gut ist, ist die Frage. Hier haben wir ganz schön viele Items bekommen, aber welche? Das war's mit you, lasst ein Like und ein Abo da. Ich sag ciao.